Willkommen zu einer neuen Tokyo Treat Box. Ist eine Weile her, liegt aber nicht an Tokyo Treat selbst, sondern an den guten deutschen Zoll. Denn wie auch schon bei der letzten Box wurde das aus unerfindlichen Gründen einfach wieder zurückgeschickt. Müsste jetzt die Oktoberbox sein. Und hier steht sogar drauf: Volume 22, Oktober 2017. Halloween. Ach, das war ja im Oktober. Hier haben wir den Inhalt. Den tue ich erstmal beiseite. Gucken wir mal, was noch so drin ist. Das Do-It-Yourself. Dann, das wäre der Lucky Treat gewesen. Oh, das sieht toll aus. Gut, ja, das noch und. So, schlagen wir mal parallel ein bisschen die Seite auf, um zu gucken, was wir hier alles drin haben. Oh, hier sticht mir gleich was für One Piece Fan ins Auge. Und das ist One Piece Vox Paper. Na gut. Ich bin jetzt nicht der größte One Piece Fan, aber ich kenne jemanden, den das vielleicht gefallen könnte. Und dann Halloween, eine Horrormaske. Ach so, gut. Kann man das irgendwie. Nee, müssen wir aufschneiden. Mache ich jetzt mal nicht. Dann Apfelstückchen. Könnte schmecken, kann aber auch schlecht sein. Die Dinger habe ich schon mal gegessen. Die schmecken ganz gut. Also ich hoffe, ich hatte andere Sorten davon bis jetzt schon gegessen. Was haben wir hier noch? Irgendwas Gruseliges. Aufkleber, so wie es scheint. Mal sehen. Ja, hier. Zombie Maker Gum. Ach so. Also so Gummibärchen? Ne, keine Ahnung. Ah, hier ist das Do-It-Yourself. Wo ist denn das Do-It-Yourself? Ach hier. Sieht irgendwie aus wie so eine Waschmittelpackung, finde ich. Denn das war auch schon mehrmals drin. Das ist so Blätterteig mit Füllung. Avocado, die Powerfrucht. Kann also nur gut sein. Oh, Getränk. Was haben wir denn hier? Man soll es auf alle Fälle schütteln. Was ist denn das? Melonsoda. Dann, das habe ich noch nicht gegessen. War aber, glaube ich, schon mal bei einer davon gegangenen Box mit drinne. Und ja, schauen wir mal weiter. Hier ist noch was Süßes Kleines. Okay, Markierbonbons. Gummibärchen. Dann haben wir hier. Ist das getrockneter Tintenfisch? Ich hoffe es nicht. Dann. Ja, was ist das? Gucken wir mal. Steht nicht drauf, glaube ich. Also ich sehe es nicht. Wenn ihr es irgendwo seht, könnt ihr ja mal pausieren und euch durchlesen, was es sein soll. Koala-Bären. Da gucke ich jetzt mal fix rein, ob die so aussehen wie bei uns. Gibt es ja auch so was Ähnliches hier. Ich würde jetzt sagen, vergleichbar. Upsala. Na gut. Dann haben wir hier noch einen Omaibo-Stick, wenn das sowas ist. Sieht aber diesmal knuffiger aus. Keksrollen und noch irgendwas, was nicht mehr draufsteht. Na gut. Damit danke ich mich bei euch fürs Zusehen. Schaut mal in der Videobeschreibung bei den anderen Boxen vorbei. Und bis zum nächsten Mal.